Die nachfolgende Sendung wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NSK, dem führenden Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK, Motion and Control. Und Emitec, Spezialist für Abgasnachbehandlung. Mobilität erzeugt Wohlstand und wir sorgen für umweltfreundliche Mobilität. Emitec. Guten Morgen und herzlich willkommen bei Autobrand, dem Frühstücksfernsehen für die automobile Welt. Bei uns erfahren Sie wie üblich wieder alles, was Sie in dieser Woche über die Automobilbranche wissen sollten. Durch die Sendung leitet sie, wie gewohnt, meine liebe Kollegin Moni Pappelau. Guten Morgen, Moni. Guten Morgen, Guido. Hallo, liebe Zuschauer. Wir starten wie immer mit unserem Pressespiegel, einem Überblick aktueller Meldungen unserer Kollegen aus der Zeitungs-, Magazin- und Online-Welt. China ist für viele Industrien der Hoffnungsmarkt der Zukunft. Ungeheure Wachstumsprognosen heizen die Fantasien ganzer westlicher Volkswirtschaften an. Und so träumt auch die Automobilindustrie von einem Boommarkt China. Was aber, wenn sich der Himmel plötzlich verdunkelt? Was, wenn die schwächelnde europäische Inlandsnachfrage nicht mehr durch starke Umsätze in China kompensiert werden kann? Kaum vorstellbar und doch nicht ausgeschlossen, wie die Elektromobilitätsszene derzeit schmerzlich erleben muss. Die Regierung in Peking macht nämlich ernst mit der Ankündigung, die begehrten Lizenzen zum Verkauf von E-Fahrzeugen nur noch dann zu vergeben, wenn eine der drei Hauptkomponenten wie Motor, Batterie oder Elektronik von einem chinesischen Joint-Venture-Partner beigesteuert wird. Wie die Welt Online berichtet, hat sich zum Auftakt der internationalen Automesse in Guangzhou jetzt der VW-China-Chef Karl Thomas Neumann dazu geäußert, und zwar durchaus kritisch. Er forderte klare Vorgaben durch die Regierung, denn schließlich hat das straffe Regelwerk erheblichen Einfluss auf die Investitionsentscheidungen vieler Unternehmen, darunter auch vieler deutscher Zulieferer. Eines ist dabei klar, China will sich die Kerntechnologien der Elektromobilität sichern und dürfte wenig kompromissbereit sein. Während sich in Deutschland die Elektromobilitätsmodellregion auf die nächste Phase der Markteinführung vorbereiten und sich um die Bundesfördertöpfe, der sogenannten Schaufenster, bewerben, nimmt die E-Mobility auch außerhalb von Deutschland mächtig Fahrt auf. So zum Beispiel in Frankreich, wie die Süddeutsche Zeitung in ihrem Online-Portal berichtet. Ab dem 5. Dezember sollen rund 200 nagelneue E-Flitzer namens Autolib zum spontanen Mieten anregen. Vergleichbar mit dem Ulmer Car-to-Go-Prinzip. Wenngleich der Pariser Oberbürgermeister Bertrand Delanoë behauptet, Autolib gäbe es nirgendwo sonst auf der Welt. Wie funktioniert's? Man kauft sich am Schalter eine Abonnementkarte. Die kostet bei den Autos 10 Euro für 24 Stunden, für 7 Tage 15 Euro und für ein Jahr 144 Euro. Dann bezahlt man zusätzlich für die erste halbe Stunde zwischen 5 und 7 Euro Miete, beziehungsweise für jede weitere halbe Stunde 4 bis 8 Euro. Also ich finde das eine tolle, umweltfreundliche Alternative zu den öffentlichen Verkehrsmitteln in Paris. Wenn Sie da schon mal mitgefahren sind, dann wissen Sie, was ich meine. Die Süddeutsche Zeitung befasst sich derzeit mit dem geplanten Einstieg von BMW beim Carbonfaserhersteller SGL. 15,6% sollen die Münchner angeblich anstreben, jedoch kein Aufsichtsratsmandat und auch keine operative Mitarbeit. Pikant: Die Quant-Erbin Susanne Klatten hält mit ihrer Beteiligungsgesellschaft Skion jetzt bereits 29% an SGL, will aber von dem BMW-Einstieg nichts gewusst haben. So oder so, die Tatsache, dass auch Volkswagen und der Zulieferer Voith an den Kohlefaserspezialisten Anteile halten, unterstreicht die enorme Wichtigkeit dieses Werkstoffs für die Autoindustrie. Laut Expertenmeinung ist Carbon in Zukunft, was der Stahl heute für die Autoindustrie ist, lebensnotwendig. Da passte der Termin wirklich vorzüglich. In der vergangenen Woche war nämlich eine Roadshow unterwegs. Ein Ausstellungstruck vollgepackt mit modernster Leichtbautechnologie unterschiedlicher Anbieter, der Stationen machte bei den führenden Automobilherstellern. Jeden Tag bei einem anderen. Audi, BMW, Magna, Daimler und Porsche. Wir haben bei Audi diese Idee gerne aufgegriffen, weil es für uns eine sehr hohe Zeiteffizienz bedeutet, uns mit neuen Lieferanten auseinanderzusetzen, diese kennenzulernen und hier neue Kontakte zu knüpfen. Und außerdem einer Vielzahl von Kollegen die Möglichkeit zu geben, sich hier kurzfristig zu informieren aus allen Bereichen, was sonst nur wenigen Spezialisten vorbehalten bleibt.
Und alles in allem ist das für uns eine Erfolgsstory. Und diese Roadshow zum Thema faserverstärkte Kunststoffe in ganz besonderer Weise. Im Ausstellungstruck trafen wir auch den Chef des Carbon Composites e.V., Dr. Schröder, und fragten ihn nach den Chancen für den Werkstoff. Die Automobilindustrie hat ihre Zulieferer, und mit einem neuen Werkstoff werden es entweder neue Zulieferer sein oder die Zulieferer passen sich an. Und ich glaube, beide Trends sind zu beobachten, dass die Zulieferer auf diesen Werkstoff gehen. Es ist einfach so, dass mit diesem Werkstoff anders gearbeitet werden muss, auch anders gedacht werden muss bei der Konstruktion. Aber gerade Bereiche wie meinetwegen Formenbau und periphere Bereiche, die sind eigentlich ganz ähnlich. Für die ist es relativ einfach, dort umzuschwenken. Und die Zulieferer passen sich an. Es gibt allerdings auch einen Trend, habe ich das Gefühl, dass die Automobilindustrie eben wirklich große Zulieferer sucht für bestimmte Teile. Und da wird es vielleicht auch neue Konstellationen geben. Den kompletten Beitrag sehen Sie in Kürze hier bei uns in Automanager TV. Fast alle großen Autofirmen wie BMW, Mercedes oder Opel kündigen neue Elektroautos an. Für viele Experten könnte das Ende der zahlreichen kleinen Nischenanbieter sein, die sich in der Übergangsphase ein Stück vom Mobilitätskuchen abschneiden wollen. Unter ihnen auch so Exoten wie der russische Milliardär Mikhail Prokhorov, der mit dem sogenannten Yo-Crossover ein allradangetriebenes Hybridauto entwickeln ließ. Das Besondere daran ist, dass anstelle von Batterien Superkondensatoren zum Einsatz kommen. Sie sollen eine längere Lebensdauer haben, leichter sein als Batterien und somit die Kosten des Gesamtfahrzeugs stark reduzieren. Und in Kroatien wird am neuen Docking XT gearbeitet. Er ist nicht einmal 3 Meter lang, hat Platz für 3 Personen und Flügeltüren. Ebenfalls aus Kroatien, aber mit wesentlich mehr Kraft und Reichweite, kommt der Concept One der Marke Rimac, der schon auf der IAA in Frankfurt für Furore gesorgt hat. Leider ist er mit einem Verkaufspreis von knapp 1 Million Euro nichts für den Otto-Normalbürger. Bleibt zu hoffen, dass die vielen spannenden E-Mobility-Projekte den Sprung in die Verkaufsräume schaffen, bevor der Markt von den großen Serienherstellern überrollt wird. Ein wenig frischer Geist und unkonventionelle Ideen könnten unserer automobilen Welt gar nicht schaden. Kommen wir nun zu unserer Neuvorstellung der Woche. VW zeigt auf der LA Auto Show den komplett überarbeiteten Passat CC. Das viertürige Coupé wird besser ausgestattet und rückt Richtung Oberklasse. In diesem Zuge verliert er auch den Beinamen Passat und wird als CC zur eigenen Baureihe. Er war der letzte Dinosaurier im VW-Modellprogramm, der noch mit dem alten Gesicht auf Kundenfang gehen musste. Mit dem Facelift, das die Wolfsburger auf der LA Auto Show präsentieren, bekommt auch der VW Passat CC den neuen Familienlook und gleich noch eine neue Mission auf den Weg. Stoßrichtung Oberklasse heißt die neue Devise. Weg vom flotten Kundemodell Passat hin zum CC, der die betuchtere Kundschaft betören soll. Das Gesicht des VW CC prägt nun auch der breite, verchromte Kühlergrill mit 3 Querlamellen und großem Markenlogo. Um den VW CC näher an die Oberklasse zu rücken, verfügt das viertürige Coupé serienmäßig bereits über ein umfangreiches Ausstattungspaket. Ab der 170 PS Version sind zudem eine elektronische Differentialsperre und die adaptive Fahrwerksregelung mit an Bord. Apropos PS, die Motorenpalette des VW CC bietet 2 Diesel, die aus 2 Litern Hubraum 140 und 170 PS leisten. Auf der Benzinerseite finden sich ein 1,8 Liter mit 160 PS, ein 2 Liter mit 210 PS und ein 300 PS starker 3,6 Liter V6. Ein manuelles 6-Gang-Getriebe gehört zur Serienausstattung. DSG gibt es optional, in den 6-Zylindern ist es serienmäßig. Zu haben ist der neue VW CC ab Januar 2012 in Deutschland und dann nur in einer allerdings üppig bestückten Ausstattungsvariante. Generell kommt der VW CC als 4-Sitzer, eine durchgehende 3-Sitzer-Rückbank ist optional zu haben. Zu den Preisen des neuen Autos macht der Hersteller noch keine Angaben. Das aktuelle Modell kostet ab knapp 30.000 Euro und dürfte als Messlatte zumindest eine Orientierung geben. Es folgen nun die Top-Meldungen der Woche.
Suzuki und Volkswagen. Suzuki drängt verstärkt auf einen Rückzug des Großaktionärs VW. Die Japaner wollen die Partnerschaft sofort beenden und den VW-Anteil zurückkaufen, teilte Suzuki am Freitag mit. Nach Aussage eines VW-Sprechers wollen die Niedersachsen jedoch an ihrem Anteil und der Partnerschaft festhalten. Magna. Die Magna-Tochter Cosma International hat die vier Werke des Aluminiumdruckgussspezialisten BDW Technologies Group in Deutschland, Ungarn und Polen gekauft. Zu den aktuellen Kunden von BDW zählen unter anderem Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Ferrari sowie ZF. Hyundai. Der koreanische Hersteller Hyundai leitet künftig sein Deutschlandgeschäft selber. Die Hyundai Motor Company übernehme zum 1. Januar vollständig die Hyundai Motor Deutschland GmbH, teilte Hyundai Deutschland am Freitag mit. Damit endet die langjährige Führung der deutschen Importgesellschaft durch das Schweizer Automobilhandelshaus Emil Frey Gruppe. Volkswagen. Von der Volkswagen-Erfolgswelle profitieren auch die Mitarbeiter. Konzernchef Winterkorn hat einen Rekordbonus in Aussicht gestellt. Der Konzern wird nach eigenen Angaben 10% des operativen Ergebnisses der Marke Volkswagen an die rund 100.000 Beschäftigten in Deutschland ausschütten. Bosch. Die Bosch Software Innovations GmbH und die Mennekes Elektrotechnik GmbH und Co. KG haben eine Kooperation für Ladeinfrastruktursysteme für Elektro- und Hybridfahrzeuge vereinbart. Während Mennekes die Stecksysteme und die Expertise bei Ladestationen einbringt, wird das Software- und Systemhaus der Bosch-Gruppe ein offenes, IT-basiertes System zur Vernetzung und Steuerung von Ladeinfrastruktur und verschiedenen Ladestationen beisteuern. Toyota. Der starke Yen und die Flaute in Japan machen dem japanischen Autobauer Toyota zu schaffen. Medienberichten zufolge will Konzernchef Toyota einen signifikanten Anteil der Produktion nach Amerika verlegen, wenn sich der Markt nicht erholt. Diese und weitere aktuelle Nachrichten zum Nachlesen finden Sie unter www.automanager.de in der Rubrik Meldungen. Soweit unsere Top-Meldungen. Weiter geht's mit den Terminen und Guido. Dankeschön, Moni. Und ich habe wie immer noch zwei Veranstaltungshinweise für Sie. Am Freitag lädt das BMW-Museum schon zum vierten Mal zur Nacht der weißen Handschuhe ein. Ab 19 Uhr können Besucher des Museums mit weißen Handschuhen Autos berühren, die sonst nur mit den Augen betrachtet werden dürfen. Über 125 Ausstellungsstücke lassen sich hierbei bis Mitternacht ganz genau ertasten und erleben. Darunter Klassiker wie der BMW 328. Gehen Sie doch mal vorbei am Freitag, den 25. November in München. Mitte Dezember geht es beim eintägigen Haus der Technik-Seminar unter der Überschrift Elektrische Antriebe in Hybrid- und Elektroautomobilen deutlich sachlicher zu. Ziel ist, die Wirkungsweise und Unterschiede von verschiedenen Motorenprinzipien kennenzulernen, den Steuerungsaufwand und die technischen Anforderungen zu bewerten. Datum ist der 13. Dezember, ebenfalls in München. Und weitere Veranstaltungen finden Sie auch ohne weiße Handschuhe natürlich auch in unserer Rubrik Events unten rechts im Menü. Das war der Autobranch für dieses Mal nicht vergessen. Wer in der Automobilindustrie etwas zu sagen hat, sagt es in Automanager TV. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihnen noch einen guten Morgen. Tschüss von uns.